Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen uns mal wieder den Great Vault anschauen. Ich war mit ein paar Chars aktiv, unter anderem mit meinem Main, mit dem wir jetzt gleich mal anfangen werden. Und ich habe das mit dem Score soweit fertig gemacht, war letzte Woche noch ein paar Keys. Bin mittlerweile auf die 2.5, das war ja das Ziel in Anführungszeichen, um dementsprechend diese T-Mock-Sachen zu kriegen. Und ich würde sagen, ja gut, wir haben hier auf Wildheit gestellt. Ich glaube, ich hatte letzte Woche 4-5 Keys gespielt oder so. Also ich glaube, 4.20er müssten es sein. Wir müssten hoffentlich irgendwas Gutes rauskriegen. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Also gut, wir hätten schon mal eine Waffe drin. Ich war letzte Woche auch im Achievement Run, ne? Also Normal Achievement Run für die, die Raid Achievements, deswegen habe ich auch den Raid-Slot hier ausgefüllt, aber das sind natürlich jetzt lauter laue Sachen. Gut, ein Trinket wäre dabei, noch ein Trinket, keine Ahnung, ob die gut sind, ich sag's dir, wie es ist. Und dann hätten wir noch Handgelenke, aber die habe ich selbst schon fürs T-Mock. Dann haben wir jetzt hier einmal einen Gürtel, der wäre natürlich ein großes Upgrade und wir haben aber auch eine Waffe und die Waffe hat sogar diesen Zeitschlag drauf. Ha! Ja, ich glaube fast, ich muss die Waffe nehmen. Ich habe aktuell eine an, die diesen Proc drauf hat und mehr Schaden bei Mobs, wenn sie über 90% Leben haben. Das ist auch nicht schlecht. Diese Zeitschinderwaffe ist auch nicht verkehrt. Die hat Tempo-Versa drauf, so wie meine auch, bloß der Versa-Stat ist der höhere. Ja, eigentlich muss ich die Waffe nehmen. Ich nehme die Waffe, grade sie ab. Ich denke mal, das ist the way to go. Schade, dass ich jetzt nichts rausnehmen kann, was ich T-Moggen kann, aber ich denke mal, ja, die Waffe wird das Beste sein, was ich machen kann an der Stelle. Was haben wir für einen Key rausgekriegt? Einen 20er Kronsteig. Und dann würde ich sagen, die können wir anlegen. Ihr seht, ich habe immer noch relativ viele laue Sachen an, weil ich aktuell mein Zeug noch nicht komplett upgrade, weil ich noch ein bisschen gucken muss wegen Katalysator und T-Mock und hin und her, ne? Hab da noch einiges an Gear rumliegen, was vielleicht sogar tatsächlich besser ist. Aber, soweit passt das jetzt schon mal. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich sogar noch Marken habe, dass ich es direkt upgraden kann. 20 habe ich. Ich glaube, dann kann ich sie lediglich einmal upgraden. Oder machen wir das zumindest mal. Hau noch eine VZ drauf, dass ich es nicht vergesse. Und dann gucken wir noch zu den anderen Chars. So, jetzt schauen wir mal. Ach, da brauchen wir 400 Flugsteine für. Ja, gut. Dann können wir das anscheinend nicht machen. Wir legen sie trotzdem mal an, aber die VZ haben wir zumindest drauf. Was hatte ich denn? Weiße Hingabe. Ja gut, dann machen wir die mal drauf. Kaufen wir uns die mal kurz aus dem Auktionshaus. Also, wo haben wir es denn? Hier haben wir die Verzauberung. Weiße Hingabe. Die ist ja relativ teuer. 4K Gold. Na ja gut. Was tut mir nicht alles, aber die Waffe werde ich ja hoffentlich eine Weile behalten. Weil ich denke mal jetzt, die im Raid wird schon besser sein als die hier. Aber da ich aktuell nicht krass am Raiden bin, werde ich keine Raid-Waffe kriegen, wenn ich die upgrade auf, weiß ich nicht, wie hoch das geht, auf Max halt, ne? Dann wird die jetzt erstmal das Beste bleiben, was ich so kriege in nächster Zeit. 89 ist, glaube ich, genau, ist das Maximal, was man upgraden kann. Gut, aber ja, Waffe ist jetzt nicht schlecht. Kann man nichts sagen, weil, also zumindest fürs Gear ist ein guter Upgrade. Ich hätte zwar persönlich lieber T-Mock gehabt, ne? Aber ich glaube, fürs Gear-Upgrade ist Waffe immer das Stärkste, was man haben kann. Und der Proc, der da rauskommt, ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Juti, als nächstes gehen wir jetzt auf den Worry. Mit dem Worry versuche ich ja, die Legendary-Axt zu bekommen. Dementsprechend habe ich jetzt schon die dritte Woche, müsste das sein? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, die dritte Woche habe ich den letzten LFR-Teil gemacht. Heißt, den vorletzten Boss und den Endboss umgehauen, also Fyrak für die Waffe. Und jetzt gucken wir mal, was wir drin haben. Ja gut, wir haben einen Tierteil drin. Ich könnte das jetzt nehmen, dann habe ich zumindest hier ein Set-Teil, ne? Das könnten wir machen, weil das LFR-Ding, was ich da anhabe, ist anscheinend kein Set. Oder ich nehme die Marken, weil eigentlich bringt mir das, wenn wir ehrlich sind, gar nichts. Wisst ihr was? Ich nehme tatsächlich die Marken, weil hier kriege ich kein T-Mock raus. Set habe ich eigentlich auch voll.
Wenn, warte mal, ich könnte mal gucken, wenn ich es upgrade, ob ich dann noch irgendwas kriegen würde. Halt, das ist das falsche Set, wollte gerade sagen. Nee, die Normal-Hände habe ich auch schon. Also ich würde da gar nichts rauskriegen. Komm, wir nehmen die Dinger. Keine Ahnung, vielleicht kann ich da noch irgendwas mitmachen. Bei, bevor ich es vergesse, man kann da, glaube ich, Gold eintauschen. Dann nehmen wir die 1000 Gold mit. Oder ich hätte hier auch Marken. Warte, halt, stopp. Shit, das kann ich nicht mehr zurücktauschen. Ja, gut, was hätten wir vorher geguckt? Ich hätte, glaube ich, lieber die Marken nehmen sollen, ne? Die wären ein bisschen cooler gewesen, merke ich gerade. Naja, gut, scheiß drauf. Jetzt haben wir 1000 Gold genommen. Das geht anscheinend nicht mehr zurück. Also, das war eine ziemliche Nullnummer. So, ich war dann aber mit noch einem Char unterwegs. Und zwar meinen Schurken auf Lothar. Mit dem war ich noch ein bisschen im RBG. Hat den Hintergrund, ich brauche diese ganzen Timox-Sets aus Classic und die kriegt man jeweils, wenn man auf 1800 im RBG ist und dann kann man die, solange man halt in der Season noch ist, sich quasi die alten Sets kaufen. Und Schurke ist jetzt tatsächlich die letzte Klasse, wo ich das Ganze brauche. Also mit allen anderen bin ich mittlerweile durch. Das sind halt nur die Klassen, die es zu Classic gab. Ne? Klar, es gibt kein Classic PvP Demon Hunter Set oder DK, weil es die halt damals noch nicht gab, als Chao oder Monk auch nicht und so weiter. Und ja, jetzt mal gucken, war da im RBG unterwegs. Schauen wir mal, was wir rauskriegen. Vielleicht das ein oder andere nette Item. Ich habe sogar 3 Slots. Also das würde ich auf jeden Fall brauchen können. Das hier ist eine Brustplatte, die habe ich schon. Und die Hände könnte ich auch brauchen. Jetzt muss ich mal gucken. Also, gut, Handslot habe ich. Brust habe ich auch. Und Kopf habe ich halt das Crafted-Teil an. Tja, schwierig. Schwierig. Also gut, die Brust, die bringt mir gar nichts. Die habe ich anscheinend gekauft und gegen Set umgetauscht. Da kriege ich kein T-Mog raus. Ich könnte die Hände nehmen, einfach nur um das T-Mog zu kriegen. Das wäre eine Option. Oder ich nehme den Kopf, um das T-Mog zu bekommen. Aber da bringt mir das jetzt im Endeffekt auch nichts. Da habe ich nämlich so ein Teil genommen. Aber ich nehme einfach den Kopf. Egal. Ist natürlich jetzt blöd gelaufen, ne? Ich brauche nur so viele Slots und die 3, die ich schon abgedeckt habe, die habe ich gekriegt, seht ihr, also das sind nur richtig viele Slots. Ich habe erst ein paar Items. Naja, gut. Ich dachte mir, ich kaufe mir die Tierslots und eine Waffe schon mal. Und ja, ein paar Punkte habe ich, glaube ich, sogar noch. Ich könnte mir noch einen Teil kaufen. Aber mal schauen. Mit dem bin ich jetzt auch schon gar nicht so unweit. Hier knapp vor 1800. Ein bisschen was muss ich nur machen und dann sollte ich mein Set haben. Juti, das war es soweit mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich werde jetzt quasi diese Woche, ne, also für den nächsten Vault, denke ich mal wieder einige Time Walker Dungeons laufen, denn es ist ja wieder Time Walker Woche, Wrath of the Lich King. Ich glaube, ich werde es nicht mehr so exzessiv machen wie zu Burning Crusade Time Walker. Da war ein bisschen ausgebrannt, ich sag's euch, das war ein bisschen viel. Aber das, die ein oder andere Instanz werde ich sicher angehen. Und ja, dann gibt es dann wieder ein größeres Vault Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.